Huhu, Leute, ich bin Flascho. Willkommen zu einem weiteren Guide von Aida Il. Da der letzte so gut angekommen ist, haben wir uns gedacht, machen wir einfach noch einen. Heute geht es um den Heilele, speziell für das schwarze Kiten, für den Black Kite bei Deimos. Der ist nämlich sehr, sehr stark, hat einen sehr starken passiven Heal. Man muss eigentlich deswegen den Tank so gut wie gar nicht heilen und man kann auch aus der Entfernung heilen, was zum Beispiel Druiden nicht können. Da werden wir auch noch gleich drauf eingehen. Er hat einen sehr, sehr einfachen Block. Das heißt, man ist nicht auf den Tank angewiesen, dass man den Block von dem kriegt und man kann sogar auch aus der Entfernung retzen und er lässt sich einfach super einfach spielen. Das werden wir uns jetzt auch angucken. Wir sehen hier gleich auch wieder ein Kill aus einer Packgruppe und da waren sogar First-Timers bei. Das heißt, Leute, die das allererste Mal Deimos gemacht haben und haben das hier sogar auch geschafft, sofort am gleichen Abend, nicht im ersten Try natürlich, aber sie konnten ihren Kill kriegen. Man braucht im Prinzip bei dieser Taktik nur drei Leute, die ein bisschen was können. Das ist einmal der Tank, einmal der Händekiter und halt der Blackkiter, um den es hier geht. Das ist halt der Ele. Am Anfang kann man hier natürlich ein bisschen Macht stacken mit Feuerfeldern und Blastfinishern auf dem Stab oder auch mit einem Feueroverload. Aber danach, sobald das durch ist, müsst ihr eigentlich nur noch auf dem Stab auf Wasser campen. Und das ist total einfach. Vor allem, wenn man das Ganze kombiniert halt mit der Range-Taktik von Deimos. Also viele Gruppen haben halt Probleme, Deimos wirklich zu machen. Wenn man aber diese Range-Taktik macht, die wir gleich sehen werden, da kann es wirklich jede einzelne Gruppe sehr, 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 sehr sicher schaffen, solange man diese drei wichtigen Leute hat, die das einigermaßen können. Wie gesagt, der Tank, der muss gut sein, der Black Kite, das ist, was hier in diesem Fall im Idealfall ein Ele macht, und halt der Händekiter. Und dann werden wir auch gleich schon sehen, wie die Taktik funktioniert. Die Sache ist, viele Gruppen schicken halt für diese Aufgabe wirklich einen Druiden dahin und spielen somit mit zwei Druiden. Die Sache ist, der Druide als Black Kiter, gerade bei dieser Range-Taktik, also der Fernkampftaktik, der bringt halt so gut wie gar nichts. Die Sache ist, es ist trotzdem so in den Köpfen vieler Spieler drin, dass man halt einen Druiden nimmt, weil halt Druiden bringen nun mal auch viele Buffs. Das ist so die Meta-Heal-Klasse. Und darum müssen wir mit Druiden spielen. Obwohl wirklich in diesem Fall jetzt hier der Ele sehr, sehr viel besser ist. Und warum, werden wir auch noch sehen. Denn letztendlich als Black Kite ist man so gut wie nie an der Gruppe dran. Gerade bei dieser Range Strat. Und da bringt ein Druiden im Prinzip nichts, weil der Druide kommt nicht ans Team ran, um es zu heilen. Er kommt nicht ans Team ran, um Macht zu stacken. Und ja, darum ist es viel, viel besser, zwar schon einen Druiden zu haben, definitiv, aber dass der sozusagen in der Gruppe bleibt. Das wurde auch hier so gemacht. Ihr seht, in der zweiten Subgroup ist ein Druide drin, der wird immer an der Gruppe bleiben. Und den Black Kite übernimmt aber wirklich der Ele. Weil das hat im Prinzip gegen Ödem den Druiden nur Vorteile. Das werdet ihr dann auch sehen, sobald bei 60% die schwarzen Felder kommen bei Deimos. Da wird dann der Tank mit Deimos raus an den Rand gehen, zusammen mit dem Black Kite. Und alle anderen werden einfach in der Mitte stehen bleiben. Das hat mehrere Vorteile, denn erstens, die können das Schwarze nicht aus Versehen auslösen, weil sie viel zu weit weg sind. Und vor allem, sie können in dieser One-Shot-Attacke, wo alle in die Mitte laufen müssen, um diese One-Shot-Attacke in der Blase zu umgehen, können sie im Prinzip auch nicht verkacken, weil sie ja schon in der Mitte in der Blase stehen. Ihr seht auch hier, der Ele geht gar nicht erst mit, obwohl er es hier theoretisch noch machen könnte, aber die Gruppe hat ja eh einen Druiden dabei und darum bleibt der Ele hier einfach beim Tank und beim Händekiter. Das Coole ist, an den vielen Fernkampfmöglichkeiten, die ein Ele hat, kann er sogar auch den Händekiter zwischendurch immer mal heilen, wie ihr seht. Also da werden auch einfach Skills nach außen geworfen. Und interessant wird es jetzt gleich, wie gesagt, erst, wenn es dann darum geht, bei 60% nach außen zu gehen, wo dann die schwarzen Felder kommen. Denn je nachdem, wie gut der Tank ist, schafft er es komplett nur auf einer Stelle stehen zu bleiben. Wenn jetzt der schwarze Kiter das gut macht und die schwarzen Felder gut ablegt, muss sich der Tank im Prinzip niemals bewegen und kann für immer an einer Stelle stehen bleiben. Und alle Leute gehen safe, dass keiner aus Versehen in die schwarzen rennt. Da seht ihr, da geht jetzt der Tank nach außen. Alle anderen bleiben in der Mitte stehen, das seht ihr auch, und nur der Black Kite bleibt da. Denn die Mechanik ist so, diese schwarzen Felder kriegt immer der nächste Spieler, abgesehen vom Tank, also sozusagen der zweitnächste, weil der Tank ist ja offensichtlich immer der nächste, aber abgesehen vom Tank kriegt es der nächste. Jetzt habt ihr es auch gesehen, das eine schwarze Feld wurde jetzt hier abgelegt, schön, einerseits schön weit weg vom Tank an sich,
andererseits aber auch weit genug, damit die anderen Spieler nicht reinlaufen. Und ihr werdet auch sehen, in der Ele wird jetzt hier die schwarzen Felder immer zwei Felder links vom Boss, zwei Felder rechts vom Boss. Es können immer nur zwei Felder gleichzeitig liegen. Das heißt, sobald jetzt das dritte Feld kommt, wird das erste wieder verschwinden. Und so werden einfach immer zwei Felder rechts vom Boss, zwei Felder links vom Boss. Und so kann es nie passieren, dass aus Versehen mal einer in das Schwarze läuft. Solange ist natürlich der Black Kite, also hier der Ele, nicht verkackt. Ja, und dann kann im Prinzip, ihr habt wie gesagt diesen passiven Heal, das heißt, ihr müsst den Tank an sich selbst so gut wie nie heilen, weil ihr einfach dadurch, dass ihr in der Nähe seid, ihm durch eure passive Aura die ganze Zeit heilt und ihr könnt eure wirklich großen Fernkampf-Stab-Skills nutzen, um einerseits das Team in der Mitte zu heilen und aber auch um immer mal wieder Skills draußen auf den Händekiter zu schmeißen, was halt ziemlich cool ist. Jetzt seht ihr hier auch, dass wirklich hier mit ein bisschen System die schwarzen Felder abgelegt werden. Klar, wenn der Tank nicht so gut ist und sich das nicht zutraut, auf nur einer einzigen Stelle stehen zu bleiben, dann müsst ihr ihm halt noch ein bisschen mehr Platz geben, dass er auch wenigstens die Chance hat, ein kleines bisschen rumzulaufen und dass er sich da selber bewegen kann und nicht selbst aus Versehen in die Schwarzen reinläuft. Aber ihr seht, dass hier geht man eigentlich überhaupt nicht Gefahr, dass das irgendwie mal passiert hier bei diesem Tank. Wie gesagt, der Tank muss es halt drauf haben, der Händekiter und der Blackkite, und das war schon. Das Coole ist, ihr könnt zusätzlich dazu, dass ihr über die Entfernung heilen könnt, könnt ihr sogar auch über die Entfernung retzen, weil durch die Trades sind übrigens genauso wie in meinem Heal-Ele-Guide, das werdet ihr aber auch noch sehen, und auch den Guide packe ich euch nochmal in die Videobeschreibung, könnt ihr mit dem Dreier-Skill auf Wasser vom Stab, könnt ihr retzen. Da müsst ihr nicht mal selber da sein und könnt trotzdem beim Retzen helfen. Außerdem habt ihr natürlich auch verschiedene Felder und Explo-Finisher. Beispielsweise der Zweier-Skill ist ein Explo-Finisher. Und wenn ihr mit dem Vierer-Skill ein Eisfeld legt, ein Frostfeld, könnt ihr Frostaura machen, was nochmal den Schaden reduziert, was gerade für den Tank gut ist. Oder aber ihr habt mit 3 und 5 habt ihr auch zwei Wasserfelder, die ihr ebenfalls blasten könnt, für noch ein bisschen mehr Heal. Also ziemlich cool, auch noch der Wasser-Overload und alles. Also ihr habt da ziemlich gute Möglichkeiten, auf jeden Fall sehr viel besser, als wenn ihr einen Droide nehmen würdet. Und das Coole ist, ihr seht auch unten Arcana-Schild, ist halt ein Block. Das Erste, das Gute ist, das ist wirklich sehr lange an. Das heißt, ihr müsst bei dieser One-Shot-Attacke, wo man eigentlich in die Mitte zum Boss muss, um in diese Blase das zu überleben, das müsst ihr nicht super gut timen, weil ihr Arcana-Schild echt lange anhabt, um diese Attacke zu blocken. Und sofern ihr nur ein kleines bisschen Alacrity kriegt, habt ihr das auch jedes Mal bei jedem von diesen Attacken. Klar, wenn ihr gar keine Alacrity kriegt von dem Tank beispielsweise, dann müsst ihr halt auch mal Rebound zünden. Das ist der Elite-Skill, damit könnt ihr es auch überleben. Aber sobald ihr wenigstens 2-3 Sekunden mal Alacrity irgendwie bekommt, habt ihr bei jedem einzelnen von dieser One-Shot-Auflade-One-Shot-Attacken, habt ihr auch wieder Arcana-Schild da, um das zu blocken. Das heißt, ihr seid nicht darauf angewiesen, um wirklich jedes Mal vom Tank selbst eine Aegis zu kriegen, weil der wird ja vermutlich sich selbst eine Aegis geben, mit einem Brunnen beispielsweise, und sonst müsstet ihr jedes Mal in diesen Brunnen rein. Naja, und ein Druide würde halt nichts bringen, weil ein Druide kann keine Macht stacken, müsste auch zum Heilen immer nah ran, und sonst bringt er halt dem Team nichts. Das heißt, der Ele ist einfach sehr viel stärker, zumal es natürlich auch noch so ist, dass Ele sowieso rein von der Heilleistung her, also wenn man nur allein die Heilmöglichkeiten vergleicht, ist ein Ele sogar auch sehr, sehr viel stärker als ein Druide. Und bringt darum sowieso mehr. Darum ist es viel besser, einen Druiden wirklich im Team zu haben, der das Team natürlich heilt einerseits und natürlich auch Macht stackt und seine ganzen Buffs vergibt, wie es Speer und seine ganzen Geister. Und dann aber man als Black Kite wirklich einen Ele benutzt, weil der so viel noch mehr kann, so viel zusätzlich. Und wenn eh gerade ein Schwarzes da war, zum Beispiel, das braucht ja immer ein paar Sekunden, 20, 30 Sekunden, ich weiß gerade nicht genau, wie das Timing ist, bevor das nächste Schwarze kommt, könnt ihr natürlich zwischendurch auch immer mal rumrennen, diese Tiers einsammeln, das sind diese weißen Felder, die man einsammeln muss. Oder hier beispielsweise werden gerade auch andere Skills, wie zum Beispiel ein Eisfeld oder Immobilisieren, wo man eh gerade nicht so viel heilen muss, wird zum Beispiel genutzt, um diese Stolz-Gegner aufzuhalten, damit sie nicht bis zu Saul durchkommen und dem Schaden zu machen. Also ihr seht schon, das ist wirklich sehr, sehr safe. Es kann fast nichts schiefgehen bei dieser Taktik, sodass sogar auch First-Timer hier ziemlich gut diesen Boss hinkriegen. Klar, es dauert natürlich lange, aber eigentlich kann nicht so viel passieren. Jetzt hier wurde zum Beispiel gerade mit Rebound diese One-Shot-Attacke geblockt, da noch nicht ganz der Arcane-Schild wieder da war. Aber ihr habt hier wirklich sehr, sehr viele coole Möglichkeiten. Außerdem auch noch dadurch, dass ihr Auren macht, verteilt ihr beispielsweise auch
einmal Elan, dass man oft da dodgen kann. Gut, das ist jetzt hier bei diesem Kampf nicht so wichtig, aber zum Beispiel auch Regeneration. Auch das bringt natürlich wieder passive Heilung, sowohl auf den Tank als auch auf euer Team, sodass ihr halt selbst aktiv gar nicht so viel heilen müsst und dann wirklich eure ganzen Skills nutzen könnt für besondere Situationen oder auch einfach zum Blasten, Wasserfelder oder Eisfelder oder sowas. Also da würde ich wirklich jeder einzelnen Gruppe, die sowieso Probleme mit Deimos hat, würde ich erstens diese Fernkampftaktik empfehlen. Und vor allem dann, wie gesagt, als Black Kite auch auf jeden Fall den Ele benutzen. Natürlich müsst ihr dann in der 10%-Phase müsst ihr natürlich weiter Black Kite machen. Aber auch da kann das ganze Team kann einfach chillig in der Mitte stehen bleiben und ihr macht einfach den Black Kite. Und so kann es nie passieren, dass aus Versehen mal jemand in die schwarzen Felder läuft, sofern ihr es natürlich nicht verkackt oder der Tank aus Versehen reinrennt. Oder aber natürlich der Handkite an irgendwas stirbt. Das kann natürlich auch immer mal sein, dass der Handkite an irgendwas stirbt. Aber solange es, wie gesagt, diese drei Leute keine Fehler machen, könnt ihr damit 7 andere Leute, selbst wenn die keine Ahnung von diesem Boss haben, könnt ihr damit carryen. Also wirklich ein richtig, richtig guter Bild. Und empfehle ich auch jeder Gruppe, anstatt da einen zweiten Druide mitzunehmen, der wirklich im Prinzip effektiv gar nichts bringt, da man als Druide wirklich wenig machen kann bei diesem Job. Und das war auch der Grund, weil man das wirklich sehr, sehr oft sieht in ein paar Gruppen, war das auch der Grund, warum hier Aidail sich zu entschlossen hat, da nochmal einen Guide zuzumachen, weil es halt einfach wirklich so stark ist und so stark carried, gerade in diesem Kampf, dass sich das wirklich lohnt. Ihr seht auch, sie steht wieder hier vorne, macht den Black Kite, alle anderen bleiben einfach in der Mitte stehen und hauen einfach nur drauf. Da kann im Prinzip nicht viel falsch laufen. Die schwarzen Felder werden wieder vorne abgelegt. Man kann nach hinten easy nach hinten heilen, sowohl mit Wasserfeldern als auch mit Blast oder ganz normalen Heal Skills. Und man kitet einfach weiter, macht vorne seinen Job und es kann im Prinzip nichts passieren. Klar, der Handkite muss hier natürlich auch weiter seinen Job machen. Schwarzes Feld wurde gerade wieder abgelegt, das heißt, man hat jetzt ein bisschen Zeit. Sie konnte da also gerade auch mal wirklich zum Team hin mit einem Wasser-Overload die heilen. Und dann kann man leicht wieder schnell genug nach vorne, um da dann das Schwarze abzulegen, weil man wirklich sehr viel Zeit hat. Man kann zwischendurch auch mal andere Sachen machen, auch mal auf ein anderes Element wechseln. Aber wenn man das nicht muss, weil man noch einfach total stumpf auf Wasser bleiben kann, ist dieses Bild auch noch zusätzlich so einfach zu spielen. Man hat einen Stab, da ist alles Fernkampf. Man muss eigentlich theoretisch nur auf Wasser campen und das war's schon. Also wirklich einfach. Jetzt seht ihr hier nochmal, das ist ein reines Heilerbild, kein Boon-Support-Bild. Das heißt, wir müssen hier nicht darauf achten, dass wir irgendwie Segensdauer oder sowas haben, weil so viele Segen verteilen wir eben nicht. Und wir wollen ja, wie gesagt, auch nicht unser Meta umwerfen. Alles andere kriegt das Team ja. Quickness und Alacrity durch beispielsweise Kronos. Die Macht gibt es durch den Druiden, denn der ist ja trotzdem dabei. Das heißt, an Segen müssen wir gar nichts verteilen. Wir können also ein reines Heilerbild spielen mit normalem Heilfood und einfach voll Magi. Also das Maximum an Heilkraft, was man überhaupt haben kann, und dann ist der Ele wirklich so ein extrem starker Heiler, dass da fast keine andere Klasse drankommt. Mit Wasser- und Transferenzsiegel auf der Waffe, okay, mit Mönchsruhen auf der Armor ist jetzt nichts Außergewöhnliches, es ist ganz normales Vollheilbild, so viel Heilkraft, wie es überhaupt nur gibt. Ihr selbst habt auch noch als Ele 21.000 Lebenspunkte, das ist natürlich auch richtig gut. Und die Traits sind tatsächlich sogar genauso, wie es auch in meinem Guide zum Heil-Ele ist. Also, dass man, wenn man Einstimmungen wechselt, dass man sich da beispielsweise heilt, auch wenn wir natürlich nicht so oft Einstimmungen wechseln werden, dann hier, dass man mit dem Dreier-Skill von Wasser, dass man da retzen kann. Und wenn man selbst retzt, dass auch noch dieser Dreier-Skill nochmal zusätzlich erscheint, das heißt, dann wird noch schneller geretzt. Und dass man beispielsweise, indem man einfach ausweicht, ebenfalls nochmal in seine Umgebung heilt. Also wir haben da noch ziemlich viele Sachen, die zusätzlich heilen. Dann haben wir hier beispielsweise, dass man selbst eine Frostaura kriegt, wenn man kritisch getroffen wird. Das ist jetzt nicht so mega wichtig, aber gut, hin und wieder mal eine Frostaura kriegen für sich selbst ist natürlich auch nicht schlecht. Dann weniger Cooldown auf Wasserskills. Klar, wir werden größtenteils einfach nur auf Wasser campen. Das niedrigere CD natürlich sehr, sehr stark, gerade wenn man mit dem Dreier-Skill retzen kann. Und dann noch das belebender Nebel. Das ist halt diese passive Heilung, die ganze Zeit als Aura um euch rumtickt, dass die einfach stärker ist. Dann haben wir Overloads, geben auch Auren und durch Auren heilt man dann auch, das werdet ihr dann noch sehen. Dann Auren verleihen außerdem auch Regeneration und Elan, auch das habe ich während des Kampfes gerade schon angesprochen. Und dann das letzte ist einfach das Auren einfach heilen. Also heilt Verbündete, wenn man eine Aura gewährt und außerdem gibt es auch nochmal Frostaura. Und sonst die Skills sind eigentlich, ja,
klar, der Kampfschrei hier schmült den Sperz fort, ist natürlich auch einfach ein AOE-Heal, sowohl für euch selbst als auch euer Team. Nachbeben ist hier hauptsächlich dabei, dass es halt eine Aura gibt, aber auch, dass es verkrüppelt und immobilisiert, weil es halt gerade im Deimos-Kampf gut ist für diese Stolzes. Dann Arcana Schild, dass man den Mind Crush, das ist diese One-Shot-Attacke, dass man die blocken kann. Spürt das Brennen, ist auch einfach nur eine Aura, ist jetzt nicht so mega wichtig, aber ist halt eine Aura auf einem sehr kurzen Cooldown und somit halt Heilung und Regeneration durch eine Aura, ist natürlich auch nicht schlecht. Und dann auch nochmal Abpraller, erstens um Verbündete vor dem Tod zu bewahren, wenn man weiß, die würden gleich down gehen, oder auch einfach um für sich selbst die Mindcrush-Attacke zu blocken, wenn Arcana Schild gerade noch auf Cooldown ist. Also eigentlich ziemlich straightforward, auch gar nicht so schwer zu verstehen. Eigentlich ziemlich einfach hier, wie das mit den Skills ist. Ihr könnt natürlich auch situationsbedingt auch mal andere Skills reinmachen. Ihr habt dann hier, jetzt gehen wir gerade nochmal die Waffenskills durch. Klar, der Wasser-Overload heilt natürlich sehr stark, gibt auch nochmal selbst eine Frostaura verteilt, aber auch Regeneration, Elan und sowas alles. Dann haben wir einmal Eisdorn auf einem sehr, 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 sehr kurzen CD. Ist das ein Explo-Finisher, den könnt ihr halt in Wasserfeld machen für Heilung, in Feuerfeld für Macht oder in Eisfeld für Frostrüstung. Auf dem Dreier-Skill habt ihr halt auch einen starken Heal, außerdem auch im Wasserfeld und es retzt auch noch Verbündete. Dann habt ihr gefrorenen Boden, das ist ein Eisfeld, macht also zusammen mit einem Explo-Finisher macht es Frostaura. Frostaura verringert den Schaden, den man kriegt und macht ja dadurch, dass wir, wie wir geskillt haben, auch Heal und auch wieder Regeneration. Und dann haben wir nochmal ein Wasserfeld auf und Regeneration auf der 5. Und es entfernt auch noch Zustände, aber das ist natürlich Quatsch bei Deimos, da braucht man das nicht. Solltet ihr mal noch mehr brauchen, auf Erde habt ihr halt Immobilisieren beispielsweise, um die Stolzes zu immobilisieren, aber auch der Erd-Overload beispielsweise verkrüppelt. Und macht auch Immobilisieren, das heißt auch das ist nochmal sehr gut, gibt außerdem auch wieder eine Aura und darum heilt es und regeneriert es euch auch noch. Und ihr habt auf dem 2er-Skill auch nochmal einen Explo-Finisher, dass ihr zum Beispiel vor dem Kampf mit der Kombination aus Erde 2 und zum Beispiel Feuer 2 einen Explo-Finisher in ein Feuerfeld machen könntet, um am Anfang einmal Macht zu stacken. Wenn ihr danach noch den Feuer-Overload macht, kriegt ihr sogar ein bisschen Macht auf euer Team rauf, dann geht das mit den Ketten am Anfang um einige schneller. Naja, und das sind eigentlich auch schon so ziemlich alle wichtigen Skills, die man da wissen muss. Man kann zwischendurch, wie gesagt, einfach mal die Einstimmungen wechseln, je nach Situation, aber eigentlich müsst ihr nur auf Wasser campen und das war es auch schon. Und dann ist dieser Kampf hier wirklich sehr, sehr einfach, wie ihr es ja gesehen habt. Es waren sehr viele First-Timer bei dem Kampf dabei, die einfach mal eben so Deimos abgestaubt haben. Das war es auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen, genauso wie der letzte Guide und wir sehen uns die Tage wieder. Ciao, Leute!